Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Börse Live um 17:45 Uhr, also der letzten Börse Live für den heutigen Tag, denn es ist jetzt Handelsschluss in Frankfurt. Streckenweise sah es so aus, als könnte der DAX den Kampf um die 9.000-Punkte-Marke nicht gewinnen. Die Zweifler hat er jetzt aber am Nachmittag eines Besseren belehrt, was den DAX jetzt so ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Das verrät uns jetzt Franziska Schimke in Frankfurt. Ja, Franziska, DAX hat sich doch tatsächlich jetzt mit einem Plus noch aus dem Handel retten können, oder? Ja, wir haben heute hier eine ordentliche Schwankungsbreite gesehen beim deutschen Leitindex, gestartet mit einem Plus von gut 1%. Zwischenzeitlich ging es hier 2% in die Tiefe, auch klar unter die 9.000-Punkte-Marke. Und am Ende schaffen wir diese Marke zu verteidigen. Und nicht nur die, sondern wir knacken auch wieder die 9.100-Punkte-Marke. 9.115, der Schlussstand hier, ist ein Plus von 0,4%. Wir haben heute hier so viel Bewegung an einem Tag, also fast 250 Punkte gesehen. Das hat man manchmal nicht in einer ganzen Woche. Die Experten, die hatten heute hier auf dem Parkett, die Händler, also wirklich einiges zu tun. Und wenn man sie fragt, dann heißt es einfach ganz klar, ja, wir dürfen nicht vergessen, wir haben zuletzt eine ordentliche Rallye hier gesehen. Dann realisiert man natürlich auch gerne mal Gewinne. Dann gab es aber BIP-Daten aus den USA, die sind fürs dritte Quartal in der ersten Schätzung besser ausgefallen. Und daraufhin hat der Dow dann auch wieder ordentlich angezogen. Und da möchte man letzten Endes nicht hinterherhinken. Und somit kommt dann eben doch ein Plus von 0,4% zustande. Außerdem natürlich die Quartalsberichtssaison im Fokus mit Licht und Schatten. Dann zum Abschluss noch der Blick auf die stärksten und die schwächsten DAX-Werte des heutigen Tages. Ja, werfen wir erstmal den Blick auf das Licht. Da sehen wir gleich zwei Werte, die heute hier Zahlen vorgelegt haben und präsentiert haben. Die Aktie von Bayer ist am Ende der Top-Favorit hier. Der Pharma- und Chemiekonzern, der konnte die Markterwartung im dritten Quartal übertreffen. Außerdem hat man die Prognose angehoben und das wurde hier dann letzten Endes auch honoriert. Volkswagen mit einem sehr guten Sommerquartal. Vor allen Dingen laufen die Geschäfte in China richtig gut und das konnte eben heute hier auch ja zu Kursgewinnen dann eben führen. Fast 2% die Aktie fest, aber auch Commerzbank, die Deutsche Post und FMC gefragt. Auf der Verliererseite haben wir dann die zwei anderen DAX-Werte, die Zahlen präsentiert haben. Hier also der Schatten bei der deutschen Lufthansa. Ja, erneute Gewinnsenkung. Das hatten wir innerhalb dieses Jahres schon einmal. Jetzt machen sich die Aktionäre Sorgen um ihre Dividende. Die Aktie verliert sehr deutlich 6,6%. Und bei Linde, da ist es nicht gut gelaufen im dritten Quartal. Da senkt man nicht nur für das Gesamtjahr die Prognose, sondern auch eben bis 2017. Außerdem Gewinnmitnahmen bei dieser Aktie und somit gehört sie auch zu den größten Verlierern. Ansonsten die Deutsche Bank, Adidas und Lanxess unter den größten Verlierern mit dabei. Ganz herzlichen Dank, Franziska, und bis morgen dann. Bis dann. Ihr lieben Zuschauer, wir gehen noch ein bisschen ins Detail bei den stärksten und den schwächsten DAX-Werten des Tages. Volkswagen streckenweise heute der stärkste DAX-Wert hat, aber wir sehen ja gerade die Krone abgeben müssen an Bayer. Und Franziska Schimke hat es ja schon gesagt, Volkswagen hat ein starkes Sommerquartal eingefahren. Der Konzerngewinn, der stieg unterm Strich zwischen Juli und Ende September auf knapp 3 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich VW damit um knapp 60% verbessert und auch die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zur Begründung dafür wies Volkswagen auf das hohe Tempo der Geschäfte in China. Ungebrochen ist dagegen die Renditeschwäche der Pkw-Marke mit 1,7 Milliarden Euro Ergebnis vor Zinsen und Steuern aus den ersten 9 Monaten. Da hinkt der Wert dem Vorjahresniveau weiterhin um rund 400 Millionen Euro hinterher. Im Sommer, da hat der Konzernchef Martin Winterkorn einen strammen Sparkurs für die Kernmarke VW Pkw angekündigt. Auch andere Marken sollen ihre Kosten trimmen. Die Aktie, die legte zum Handelsstart, wie gesagt, ziemlich heftig zu und hat sich jetzt mit der Silbermedaille für den heutigen DAX-Handel zufrieden gegeben. Wir haben heute Morgen auch schon mit Jochen Kauper vom Anlegermagazin Der Aktionär gesprochen und ihn gefragt, welchen Eindruck er denn von den Quartalszahlen hat. Die wenigsten haben damit gerechnet, dass VW so gute Zahlen jetzt abliefert. Sie haben es eben schon mal angesprochen, Umsatz und EBIT lagen über den Erwartungen. Allen voran beim EBIT jetzt erwartet, beziehungsweise die verschiedenen Analystenschätzungen bis 2,8 Milliarden. 3,2 sind es jetzt geworden, also durchaus eine Überraschung. Man sieht es auch dann auch gleich an der Entwicklung des Aktienkurses. Der macht dann doch einen kleinen Sprung nach oben. Ja, also für mich hat Volkswagen im Vergleich zu den anderen beiden Autobauern BMW und Daimler sicherlich margenmäßig das größte Potenzial nach oben. Bayer hat ja ebenfalls Zahlen vorgelegt, heute dann der Spitzenwert und ja, die Jahresprognose wurde auch hier angehoben. Das EBIT, das lag bei 1,1 Dollar,
8,33 Millionen Euro gegenüber 1,32 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz, der lag bei 10,2 Milliarden Euro gegenüber 9,64 im Vorjahr. Die Prognosen ganz ordentlich, das EBITDA, das seit 2014 im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Der Umsatz, der dürfte 2014 bereinigt um rund 6% auf 42 Milliarden Euro wachsen. Zudem hob Bayer die Prognose für Crop Science an. Die Sparte Material Science, die soll bis spätestens Mitte 2016 dann auch an die Börse gebracht werden. Ja, das waren die stärksten DAX-Werte des Tages, liebe Zuschauer. Ganz kurzer abschließender Blick nochmal auf den deutschen Leitindex, liebe Zuschauer. Also hier haben wir unseren Schlusskurs, 9.114 Punkte, ein Plus von fast 0,4%. Also hat der DAX sich wirklich jetzt so gegen Ende nochmal richtig ins Zeug gelegt. Und ja, es hätte ein sehr trauriger Handelstag werden können. Jetzt können wir uns aber freuen, dass er so glimpflich dann ausgegangen ist. Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend jetzt. Hoffe, dass Sie auch das Programm des DRF weiterhin noch ein bisschen genießen wollen und würde mich dann freuen, wenn wir uns morgen dann wieder hier bei Börse Live sehen. Bis dahin.